Ja, wir sind online bei unserem ersten Livestream. Ich werde bekloppt. Ja, ne? Ich habe mal eine ganz moralische Frage. Oder eine ästhetische? Schwierig. Ist Snapchatten, während man im Klo sitzt, unangebracht, falsch, ekelhaft? Mit diesem kleinen moralischen Dilemma, das ich habe, schicke ich euch ins Bett. Mit der Bitte, schlaft drüber, überlegt euch was dazu und sagt mir, wie ihr dazu steht. Die Zoe ist da, bei Guten Morgen Österreich im Museumsquartier. Natürlich ist Wien, wie wir gerade heute sehen, eine wunderbare Stadt mit wunderbaren Plätzen. Aber es ist eben nicht nur Wien. Und das haben wir, glaube ich, in den Mein Mitbewohner ist ziemlich super. Er macht immer lecker Kuchen. Yeah. Das ist das Tiramisu meines Mitbewohners. Das war die Tiramisu meines Mitbewohners. Yum, yum. Ich bin hier auf dem Sportplatz auf dem Morgen 4000 Kinder laufen werden, um Flüchtlinge zu unterstützen. Dort werde ich morgen stehen und moderieren, die Kinder anfeuern, brav die Sponsoren erwähnen und wahrscheinlich eine gute Zeit haben. Ich bin jetzt am Weg zum Müllplatz. Dafür muss ich quer durch Wien fahren. Dafür ist mein Müll. So entsorgt man Elektroschrott in Wien. Und nicht einfach im Müllraum abstellen. Boah, das wird ein Spektakel hier im ersten Lauf. Da wird die größte Zeit immer angezeigt. Das PT13 Pistnergasse. Die ASO Schwächer. Die Volksschule. Kommt alle her. Ja, der Mato ist da. Alle können einfach mal mit. Gehen wir noch viel weiter. Viel weiter. Wir müssen ganz viel Platz schaffen. Die Entschuldigung, wo ist die Rückkehr?
genommen Zeit, Runden zu drehen. Die Bahn euch gehört. Und an all die Roller da oben, macht euch, ihr könnt nach 11 Minuten rundherum düsen. 8 Minuten noch! Oh, 8 Minuten! Leute, jetzt geht's wieder ganz gemütlich eine Runde, damit die Energie sammelt. Für auf das grüne Laufen geht, seid ihr falsch. Wir laufen auf der Laufbahn. Dafür ist sie da. Danke. It's our game. Was willst du jetzt eigentlich von mir? Ich bin jetzt kein Snapchat-Buddy jetzt von dir. Leck mich. Fickt euch. Wenn mein Computer endlich fertig wird, gibt's heute auch noch ein Was fragt Marbacher Teil 2 vom Mr. Lulz. Sir, can you be more specific? He's purchasing oil from radical jihadists, committing a federal crime by supporting the very organizations that export terror to America. I will not... Ich habe beschlossen, heute mal einen Spaziergang durch meinen Hut zu machen. Simmering. Und es ist sehr, sehr spannend, was sich hier alles bietet. Yep. Das ist auch Simmering. Das hier ist der Garten des Senioren-Tageszentrums hier in Simmering. Ist das Senioren-Tageszentrum von Simmering untergebracht. Und es ist wirklich sehr schön grün überall. Senioren-Wohnheim in Simmering. Ganz neu. Und ich habe keine Ahnung, warum ich heute die Senioren entdeckt habe. Ich bin begeistert, dass hier in Wien Süd am architektonischer Vielfalt geboten wird. Und das bei gleichzeitig viel Grünraum. Architektur, jede Menge große freie Plätze, super Spielplätze und jede Menge Action für Kinder. Total futuristisch. Choose your destiny. Alles, was ich euch jetzt gezeigt habe, entstand auf ehemaligen Gründen von Mautner Markov. Der Grund, der da von Mautner Markov freigegeben wurde, aus welchem Grund auch immer, war so riesig, dass heute zigtausende Menschen richtig schön dort wohnen können. Vor ca. 15 Jahren bin ich vom Land Oberösterreich nach Wien gezogen. Und am Land ist es üblich, dass man sich grüßt, wenn man sich begegnet auf der Straße. Seit ich in Wien bin, habe ich mir das natürlich völlig aufgehört, weil die Leute schauen dich immer dumm an. Aber jetzt bei dem Spaziergang durch Simmering, ich musste die Leute einfach wieder grüßen, weil alle so schön im Garten und auf der Straße waren, so wie am Land. Ich muss sagen, es war ein sehr schönes und lustiges Gefühl, das wieder mal zu erleben. Und ich finde wirklich...